Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem Vor-Unboxing, damit ihr wisst, oder 1, 2, 3, damit ihr wisst, was jetzt gleich alles auf euch zukommt. Ich packe das mal hier schon schnell aus und sag euch, warum und weshalb. So, und zwar hat mir PowerAd geschrieben, ob ich von dem ein paar Produkte gerne testen wollen würde. Und da habe ich natürlich ja gesagt. Da habe ich einmal einen Zigarettenanzünder aus Metall. Da soll man auch wohl Fenster mit aufmachen können. Den werden wir uns angucken. Dann habe ich so für außen, so für, mit Licht. Kann ich jetzt bei mir nicht schlecht anbauen. Den werde ich meiner Mama schenken. Aber angucken können wir uns den auf jeden Fall. Und dann, was ich unbedingt haben wollte, ist ja eine Steckdosenleiste. Wo ich jetzt, ja, da seht ihr, das ist eine Steckdosenleiste. Die hat drei große, also runde, und zwei schmale. Da muss ich mal gucken, ob ich, wie viele Kinder bei mir habe. Ich glaube, da habe ich ein bisschen weniger. Hat einen An- und einen Ausschalter und hat 1, 2, 3, 4 USB. Jetzt sind die hier unten. Die werden wir uns dann alle mal ganz genau angucken. 5 USB-Ports. Ach, da hinten ist noch einer. 12 Volt, 18 Volt, was? 5 Volt, ja, okay. Das ist Quick Charge 3.0. Ist das der letzte. Steht da jedenfalls. Das werden wir uns alles angucken. Ich weiß noch nicht, mit was ich anfangen werde. Ja. Und dann würde ich sagen, dann mache ich hier erstmal einen Cut und dann fange ich jetzt an, mal mit den Videos machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Bis gleich, bis zum nächsten Video. Ich denke mal, ich werde mit dem Power-Ding doch anfangen, weil mich das am meisten reizt. Ahoi, sagt euer Odin. Ich bin ein bisschen verplant gerade, sorry.